Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir werden jetzt mal den nächsten Hexerauftrag in Angriff nehmen und dafür müssen wir uns mit diesem Herrn namens Jorun von Arinbjorn unterhalten. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Ja, Geralt? Ich mache nicht oft so ein Spektakel. Du hast sicher selten Gäste vom Festland. Das stimmt. Wenn Redania oder Temeria den Mumm haben, nach Skellige zu kommen, gehen sie meist auf Kaer Tolda an Land. Da ist der Hafen gut und es gibt viele Händler. Und der Jarl ist barmherziger mit den Festländern. Diese beiden Typen, die Nervigen, wer waren die? Kuri und Kraki machen immer nur Ärger. Genau wie ihr Vater Leif. Ist er irgendwie interessant? Kommt drauf an. Wenn du Lügner und Feiglinge für interessant hältst, dann sehr. Kori und Kraki klingt für mich wie die Tintenfischbrüder. Ich habe die Nachricht gelesen. War sehr knapp. Kannst du mehr erzählen? Über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich. Oder irgendein anderer Albtraum. Sucht Eldbergheim, beim Leuchtturm. Es fing alles ganz harmlos an. Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel. Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arinbjorn. Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen. Lass mich raten. Sie sind nicht zurückgekommen. Stimmt. Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden. Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los. Als wir uns der Insel näherten, riss ich das Ruder herum und drehte um. Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen. Du hältst mich bestimmt für einen Feigling, aber Stahl hätte nichts genutzt. Das habe ich gespürt. Mir fiel nur noch ein, im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln. Hilf uns. Dann gehört es dir. Okay, gerne. Aber zuerst wird gefeilscht. Ich mag dich, Jorun. Aber Geschäft ist Geschäft. Das reicht nicht. 246 hat er zusammengekratzt. Okay. Gucken wir mal, was er zu 330 sagt. Ich kann noch etwas drauflegen, aber bestimmt nicht so viel. Krass, dass jetzt gerade ein Close-up auf sein Gesicht gehalten wird. Ich kann noch etwas drauf. Okay. 310. 300. Echt? Mann. 295, komm. Wunderbar. So machen wir es. Die Hand darauf. Super. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Danke, Geralt. Du bist ein feiner Kerl, muss ich schon sagen. Also ich weiß nichts über das Viech, außer dass ja, seine Erscheinung aufgetaucht ist, als die gerade auf See den Leuchtturm ansteuern wollten. Ist ja jetzt nicht gerade viel Info. Erkunde die Insel Eldberg und finde Mikjal, den Leuchtturmwärter. Wie weit ist das entfernt? Kann ich das irgendwie abkürzen? Ich gucke mal. Per Schnellreiseziel. Ja, ach guck mal, da ist der Leuchtturm ja schon. Ui. Da bin ich tatsächlich schon mal gewesen. Als ich das erste Mal in Skellige war, ich glaube wegen der schwarzen Perle, da wollte ich ja unbedingt irgendwo in der Nähe einen Schnellreisepunkt haben. Oh Gott, nö. Ernsthaft? Weg, weg, weg. Die sind ja überall, da unten ist ja schon der nächste. Was zur Hölle? Zack, 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 weg mit dir. Luschen. Ich bin schon viel zu OP für die Freudenhüpfer. So. Okay, hier ist schon mal das Gebäude, das ich erkunden soll. Oder zumindest das Fleckchen Erde. Keine Ahnung, ob die Hütte auch dazu gehört. Oh. Hatte fast die Deckung erreicht, aber nur fast. Okay. Im Gebäude wird bestimmt was sein. Hey, ist da jemand? Oh. Jetzt werde ich eine Antwort kriegen, oder was? Doch nicht? Wie,
Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel. Bist du Mikjal, der Leuchtturmwärter? Jorund aus Arenbjorn hat mich geschickt. Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Wergen gesehen, als... Aus dem Nichts! Einfach so! Das Feuer ging aus und der Wind legte sich plötzlich. So fing es an. Ich kam her, um Öl zu holen, ging vors Haus, sah nach oben, sah den Nebel und da tauchten die Geister auf. Sie stürzten sich auf mich. Bin zurück ins Haus, hab die Tür verriegelt und dann hab ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikjal! Mikjal! Ich sah hinaus. Da war diese große Gestalt. Von ihr ging so viel Kälte aus, dass die Fenster vereist sind. Das hört sich für mich verdächtig nach einem Mitglied der wilden Jagd an. Auch die Tatsache, dass Geister beschworen werden. Ich meine, ich habe noch nie gesehen, wie die von der wilden Jagd Geister beschwören, aber wenn man bedenkt, dass die Seelen sammeln wie bekloppt, liegt der Gedanke nicht gerade fern, dass sie auch in der Lage sind, diese Seelen irgendwie zu benutzen. Oder, für sich kämpfen zu lassen. Hast du eine Ahnung, was die Geister angelockt haben könnte? Diese Erscheinung, erzähl mir mehr. Ja, die Erscheinung. Diese große Erscheinung, erzähl mir darüber. Sie schien intelligenter zu sein als die anderen. Als wüsste sie alles. Ich war keine große Hilfe, oder? Ich habe sie nur einmal gesehen. Danach ist sie verschwunden. Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen. Etwas hat sie hergelockt. Weißt du was? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts. Den Leuchtturm, eine Hütte, sonst nur Felsen. Sogar die Ertrunkenen wissen, dass es auf Eldberg nichts zu holen gibt. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Hier, das ist der Schlüssel für den Leuchtturm. Falls du einen Blick reinwerfen willst oder vor etwas fliehen musst. Oh je. Ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Ich bin ein Hexer und kein... eher Athlet, auch wenn ich gerade danach aussehe. Also... ich hoffe, ich muss jetzt nicht tatsächlich vor irgendetwas davonlaufen, so schnell es geht. Und mich im Leuchtturm verbarrikadieren, wie in einem Horrorstreifen. Das wäre heftig. Na gut, erkunde den Leuchtturm mit Hilfe deiner Hexersinne. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was ich noch alles rausfinden werde. Wie gesagt, mein erster Tipp, meine erste Vermutung, jemand von der wilden Jagd. Symbole einer Bindung, Manifestationen bösen Willens, fokussiert, konzentriert. Es ist also ein Fluch. Ein Fluch, der die Geister hier hält. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Ein Büßer? Wenn Mikja der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Oh. Okay. Also muss ich sowieso zurück. Davon abgesehen, habt ihr gerade gesehen, wie die gepunktete Linie da... gerade eben war es wieder. Wenn ich da oben stehe. Die gepunktete Linie ist extrem abgegangen. Keine Ahnung wieso. Als ob die mir ums Verrecken sagen müsste, nein, in die andere Richtung, verdammt nochmal. Ach, Mann, ey. Okay. Geister wieder respawnen. Das geht ja verdammt schnell. Wasserflasche, Intus. Und weiter. Gut. Puh. Die Frage ist nur, wer hat ihn verflucht und warum? Das könnte der Grund sein, warum Mikjal verflucht wurde. Puh, ach du bist's. Hast du was rausgefunden? Die Insel wird von einem Büßer heimgesucht. Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten. Aber ich bin der Einzige, der hier lebt. Und ich habe niemandem was getan. Keiner Sterbenseele. Darüber reden wir später. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Aber warum? Ich bin kein Krieger. Dachte ich mir. Aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort. Den kannst nur du brechen. Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden.
Der Büßer ist unbezwingbar, solange die Insel im Dunkeln liegt. Ich kann nicht rausgehen. Er würde mich umbringen. Das spüre ich. Vielleicht könntest du. Ich begleite dich. Keine Ausreden. Hol dir das Öl, dann gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Sieh nur. Da! Das ist er! Oh Gott. Ich sehe ihn. Sei still und zünde das Feuer an. Vergiss nicht, wenn du versagst, tötet der Büßer erst mich und dann dich. Okay. Beeil dich! Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Boah, ey, krass. Das ist ja kaum Schaden. Also seine Lebensanzeige nimmt kaum ab. Obwohl ich dem volle Kanne alles reinwürge. Alter. Krass, was du zu bieten hast. Aber verletzen kann ich ihn wenigstens ein kleines bisschen. Okay. Das ist doch schon mal gut. Ich dachte, er wäre jetzt unverletzbar. Ja, teilweise treffe ich ihn zwar, aber irgendwie wird kein Schaden ausgeteilt. Das ist scheiße. Nicht. Endlich. Jetzt können wir es zu Ende. Ah, sehr gut. Schon. Geh weg, geh weg, geh weg. Mann! Unfassbar. Ernsthaft? Und jede einzelne seiner Klone gibt ihm nochmal Loot ab? Seht ihr das auf dem Boden, wie viele Kreuze da sind? Jedes dieser Kreuze ist eine Leiche. Boah, krass, jetzt ist der Schaden. Bam! Nice. Das hat gesessen. Sehr gut. Aschenrune und Geistertrophäe. Jetzt hätte ich aber gerne die Cutscene gesehen, in der Geralt dem Geist den Kopf absäbelt. Das wäre hat bestimmt funktioniert? Merkwürdig. Ja, hat einen Geist den Kopf trotzdem absäbeln. Weiß ich immer noch nicht, warum der Büßer herkam. Du solltest lieber vorsichtig sein. Ich würde dir gerne mit Worten und Gold danken, aber meine Geldbörse ist leer. Das Gefühl kenne ich. Mach's gut. Boah, ey, guckt euch an, wie viel wir jetzt hier aufnehmen können. Jeder einzelne seiner Klone hat Erscheinungs-Loot quasi hinterlassen. Das ist auch krass. Dass ich nicht nur den Boss looten darf, sondern auch seine ganzen Trash-Mobs, sag ich jetzt einfach mal. Nice. Okay, tja. Aber wir haben nicht wirklich herausgefunden, was genau den Büßer jetzt hierher gebracht hat. Also was die Sünde von dem Leuchtturmwärter ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das auch herausfinden werden. Aber vielleicht, wenn wir den Auftrag abschließen, kriegen wir irgendeinen Tipp. Entweder das oder es wird noch eine Folgequest irgendwann kommen, die dieses Detail aufklärt. Hoffe ich zumindest. Denn der Kerl hat behauptet, er hat niemandem etwas getan. Und ja, wenn dem so wäre, dann wäre ja kein Büßer bei ihm aufgetaucht. Naja. Fluch gebrochen, Kollege. Ja, Geralt? Ich habe das Monster vom Leuchtturm getötet. Es war ein Büßer, ein sehr gefährlicher Geist und ein sehr seltener. Warum ist er auf Eldberg aufgetaucht? Das war immer eine friedliche Insel. Selbst Sirenen haben sich dort nicht eingenistet. Dort hat jemand ein Verbrechen begangen. Etwas Schreckliches. Das spielt keine Rolle mehr. Reden wir lieber über die Belohnung. Naja, hier ist sie. Du hast dir jede einzelne Münze redlich verdient. Und eine Runde. Ein Prosit auf deine Gesundheit. Okay, danke dir. Bis dann. Der schon wieder. Hast dich wohl an Skelligamet gewöhnt, Rumtreiber. Der ist nicht schlecht. Danke. Dann hol dir ein Fass für die Reise und verpiss dich! Ihr habt die Gesetze der Gastfreundschaft immer noch nicht verstanden. Ich muss sie euch wohl einbläuen. Danke, Alter. Schon gut, Jorund, ich hau mit dir drauf.
Ja, soll ich nicht? Na komm. Danke, Jorund. Zu zweit schlägt sich's leichter. Let's go. Volle Kanne. Immer auf die Fresse. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Huch. Hey! Was? Alter! Fuck you! Sackgesichter! Die haben den jetzt nicht ernsthaft getötet, oder? So viele Raubzüge, Kriege, Zweikämpfe. Und dann wird man von ein paar miesen Scheißkerlen getötet. Alter! Ganz ruhig. Ich hole dir einen Heiler. Zwecklos. Er hat meine Lunge erwischt. Ich ertrinke gerade in meinem Blut. Trink hin und wieder auf mich. Auf Jorund, Sohn von Siegwald, der ehrenhaft lebte und starb wie ein Idiot. Ach nee, oder? Fuck! Hätte er überlebt? Ah, Fremder in einem seltsamen Land. Sie sind tot. Ein Fremder hat sie umgebracht. Kori, Kraki. Was zum Fick? Hätte er überlebt, wenn ich gesagt hätte, nein, halte ich aus dem Kampf raus? Nee, oder? Was für Drecksäcke. Ich hatte ihr? Nur zwei Söhne. Du hast meine Linie ausgelöscht. Tut mir leid, ich habe den Streit nicht angefangen. Genau. Sagt der Fremde die Wahrheit? Wer hat zuerst gezogen? Weiß nicht. Es ging so schnell. Wir hatten schon ein paar Hörner, Intus. Ernsthaft? Du lügst, deine Söhne haben die Gesetze nicht respektiert. Ich habe euch geholfen, das Monster im Leuchtturm getötet. Ihr lügt. Ihr musstet gesehen haben, wer angefangen hat. Ich glaube eher einem von uns. Einem, der weiß, was Ehre ist. Ich will kein Blut vergießen mehr. Aber ich werde mich verteidigen, wenn es sein muss. Verteidige dich lieber vor dem Jarl. Wenn Lugos der Irre dich für unschuldig befindet, kannst du gehen. Ich soll von jemandem gerichtet werden, den ihr selbst einen Irren nennt? Entweder das, oder du musst gegen das ganze Dorf kämpfen. Das schaffst du auch mit drei Schwertern nicht. Ich habe schon schlimmere Sachen überlebt. Zeig mir den Weg. Ja, aber ich möchte jetzt nicht wegen so einem Scheiß ein ganzes Dorf abschlachten. Das wird sich am Ende nur gegen mich rächen. Dann bin ich Geralt der Grausame. Ach, so ein Scheiß. Und jetzt darf ich mich von einem Irren richten lassen, oder was? Das wird ja spaßig. Ich musste ja unbedingt bei der verdammten Taverne halten. Tja, das Leben ist manchmal extrem unfair. Fremder in einem seltsamen Land. Entkomme aus dem Gefängnis. Ayay. Eine Mine. Großartig. Junge, du arbeitest nicht. Du wirkst verdächtig. Er sich doch umsieht und nach einem Ausweg sucht. Aber es gibt keinen. Außer dem alten Simon. Was machst du denn hier? Wer ist der alte Simon? Du, Streuner. Wo hast du den Arm mehr, hä? Ich sag dir, wir stoßen bald auf eine Höhle. Dann verschwinden wir. 3 Jahre. 3 verfluchte Jahre mit der Picke in der Hand. Ach, mit der Wache soll ich reden, oder was?
Wann ist meine Verhandlung? Wenn der Jarl dich ruft. Wird nicht so bald sein. Je länger an der Steine klopft, desto weniger Widerworte gibt er vor Gericht. Dieser da hat ein Jahr gewartet. Der dort drei. Hm. Lass mich raus sofort, ich habe nicht so viel Zeit, vielleicht können wir uns einigen. Hör mal, vielleicht werden wir uns ja einig. Man hat meine Sachen genommen, aber... Du bist hier nicht auf dem Festland. Mich kannst du nicht kaufen. Nicht mit Geld und nicht mit Ruhm. Langeweile? Schnapp dir eine Spitzhacke. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich suche jemanden und... Das ist mir sowas von egal. Nimm eine Spitzhacke und fang an zu arbeiten. Nope. Langeweile? Aber Lugos sagte, meine Verhandlung wäre heute, weißt du nicht mehr? Ach ja, stimmt. Komm mit. Oh yes. Das Zeichen funktioniert immer, ich liebe es. Meine Linie geht auf Ubin den Großen zurück. Dieser Hund hat sie ausgelöscht. Er muss sterben. Ich urteile hier live. Denk daran. Aber er ist ein Rumtreiber. Ein Fremder. Der verdient kein Verfahren, nicht mal den Tod durchs Schwert. Er... Hi. Nein, nur weiter. Ich möchte es hören. Geralt, ich hätte nicht erwartet, dich so bald wiederzusehen. Du hast mich hierher eingeladen, Lugos. Hast gesagt, ich fände hier Arbeit. Ja, Monster töten, nicht Menschen. Zur Sache. Leif sagt, du hättest seine Söhne Kori und Kraki getötet. Was sagst du dazu? Es war Notwehr, sie haben gekriegt, was sie verdient hatten. Sparen Sie doch allen die Zeit, wie lautet das Urteil? Ja, nee. Ich habe mich nur verteidigt. Und Jorund. Niemand hat seine Worte bestätigt. Und niemand wird es tun. Es ist immer leichter, einem Fremden zu hängen, als einen der eigenen, nicht? Ha! Die Zunge so scharf wie die Schwerter. Scharf? Er beleidigt mich, Jarl. Unseren ganzen Clan. Der Kodex der Ahnen sagt... Ruhe! Meine Entscheidung steht fest. Geralt von Riva. Ich befinde dich des zweifachen Mordes für schuldig. Das Urteil lautet Tod durch Ersticken. Ernsthaft? Aber du kannst dich freikaufen. Zahle das Gewicht von Kori und Kraki in Silber. Das Geld habe ich nicht, das weißt du. Lass mich in Raten zahlen. Ist das überhaupt eine Option? Lass mich in Raten zahlen. Hexer leben lang. Ich schaff das schon. Spätestens Ende nächsten Jahrhunderts müsste ich fertig sein. Ich habe eine bessere Idee. Ach. Ich zahle den Blutpreis selbst. Was? Was? Das ist gegen alle Gesetze. Ich mache hier die Gesetze. Ich wollte gerade sagen, hier ist das Gesetz. Geh nach Hause, Leif. Wenn du mich wütend machst, knote ich dir diesen Sack Silber um den Hals und werf dich ins Meer. Danke. Nette Geste. Auch wenn ich annehme, dass sie nicht kostenlos ist. Erzähl mal, Hexer. Hast du irgendwelche Ehre? Hab ich. Ich hab live in deinem Namen bezahlt. Du stehst in meiner Schuld, einer Ehrenschuld. Du tust, was ich sage, also hör genau zu. Jetzt bin ich gespannt. Mein Sohn Blaujung Lugos, er ist verschwunden. Weder um gegen die Schwarzen zu ziehen, noch um ein Kloster zu plündern. Wollte zur Höhle der Träume im Süden der Insel. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Du bist klug und gut mit dem Schwert. Das ist eine seltene Kombination. Also sollst du ihm helfen. Ich brauche einen Erben. Einerlei, was er drauf hat. Nimm deine Sachen und tu, was ich sage. Oder verliere deine Würde und deinen guten Namen für immer. Tja, lässt mir ja keine andere Wahl. Gut. Ist ja jetzt nichts Schlimmes, was er von mir verlangt hat. Fremder in einem seltsamen Land. Die Höhle der Träume. Stoße vor der Höhle der Träume zu Blaujung Lugos und seiner Mannschaft. Für welches Level ist die Quest? 14, ab.
Easy, dann ist das ja automatisch die Quest, die ich als nächstes machen werde, vom Level her. Alles klar, Leute, dann würde ich glatt sagen, beende ich den Part an der Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ich kann euch auch zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt begrüßen. Ja, wo wir unsere Ehrenschuld begleichen werden und den Sohn des irren Jarls finden werden. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Also dann, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.